Das ist nämlich jetzt auch neu bei Ulala. Wir haben nämlich jetzt auch Schlüsselanhänger. So als Geschenkartikel oder als kleiner Mitbringsel für 8,95 €. Also ist auch eine sehr stabile Verarbeitung, wie man sieht. Auch von Bijou wieder? Ja, natürlich von Bijou auch. Ja. Und versilbert? Ist etwas versilbert, also mit Silber gezogen, wie man das hier sieht. Ja, es ist wirklich ein kleiner Kopf, indischer Kopf da drauf. Also doch, finde ich sehr hübsch. Also es schmückt jeden Schlüssel. Ja, genau. Oder Handtasche, ne? Man kann die auch an der Handtasche tun. Kannst du auch an die Stiefel oder an die Jeans tun, kannst du genau. Auch. Ne? Im Winter, also nicht, wenn du da so Schnallen hast, gibt es ja so kleine Schnallen, die tut man das an der Seite, an den Stiefel dran. Ja. Auch so als Hingucker. Mhm. Gerne in Herbsttücher trägt. Ja, diese Tücher, Broschen oder Tücherspangen, wie man es nennt, für 7,95 €, auch eine gute Stabilität haltbar. Läuft auch nicht an, rostet nicht. Also wie gesagt, eine sehr, sehr gute Qualität. Schmückt jedes Tuch, schmückt jede Frau. Also sieht immer schick aus, besonders dadurch halten auch die Tücher besser, wie man auch schon hier auf dem Muster sieht. Das wird einfach so drüber gezogen und das Tuch kann man sich dann selber einstellen, sodass es nicht immer beim festen Wind sozusagen um die Ohren fliegt oder ins Gesicht fliegt. Nämlich das finde ich mir auch immer sehr schlimm. Dieses Teil haben wir auch nicht nur in Silber, sondern auch in goldfarbig. Also ist beides sehr schön, finde ich. Weil es hat eine elegante Ausstrahlung, ist klassisch, aber es hat was. Tolle Haarspange. Ja, das ist eine tolle Haarklammer. Genau. Ist das, Klammerchen für die Haare, weil die Haare sahen ja auch schön aus. Was nützt ein schönes Outfit, schöner Schmuck, wenn die Haare nicht sitzen? Genau, eben. Nämlich die Frau soll ja auch sehr hübsche Haare haben. Ja, und ich finde das auch ein bisschen verspielt, auch hier mit den Federn. Ja. Das ist alles für 4,95 €. Auch wieder sehr stabil gearbeitet. Also ich kann mir ganz toll vorstellen, so in Nähe vom Pony und das herunterlaufen lassen, ne, so ins Gesicht. Also ja, oder so Halsnähe. Oder Halsnähe, also sieht echt toll aus. Ich finde, das irgendwie ist mal was für Besonderes, was Verspieltes, hat nicht jeder auch ein guter Hingucker. Natürlich auch wieder von Bijou. Ja, natürlich von Bijou, denn das ist klar, und in den Sonnen. Eben. Nee, aber es, wie gesagt, es ist einfach eine schöne Abrundung, ne, finde ich. Kommen, es wird bunt. Ja, aber schau mal an, die Frauenfeder. Oh, super. Toll, ne? Und die Vasanfeder, das ist ein richtiges, schönes Bild. Ja, was man auch in die Haare reintun sollte. Ja. Denn das ist auch wieder so etwas ganz Verspieltes. Ich finde, dazu gibt es toll eine Jeansjacke, weißt du, eine Jeansjacke, ein T-Shirt oder ein Jeansoverall oder Jeanskleid, ne? Und dann machst du dir das dann einfach mal so. Ich mache das jetzt nur optisch, ich will das ja jetzt nicht aufmachen. Dann tust du dir das einfach so da dran, ja, so ja. In der Richtung. Also sieht guck mal, wie toll das aussieht. Das, ne? Das ist echt der Hammer, finde ja. Ich. Ne? Also echt super. Geil, hätte ich bald gesagt, aber toll. Und das für 4,95 €. Also da könnte er nicht meckern. Also. Doch, sieht super aus. Kannst man auch wieder als Geschenkartikel nehmen, ne? Ja, also kann man alles, was von Bijou oder Mona ist, alle Teile kann man verschenken, besonders Schmuck. Ne? Wenn man jetzt mal nichts weiß zum Geburtstag, statt was ganz anderes, finde ich. Ne? Ja, das stimmt. Na, so Besonderheiten. Und jede Frau freut sich immer auf ein kleines Schmuckstück. Ich meine, ihr Männer, ihr Töchter oder Söhne, Schwiegersöhne und alles, was auf der Welt lebt, ihr macht wirklich mit einem Schmuckstück, macht ihr nie was falsch. Ehrlich nicht. Ja, oder wenn man eine gute Freundin hat, genau ja, das Gleiche. Genau, also ist egal. Also, sagen wir mal so, Geschenke, wo man eine Freude machen möchte, zum Geburtstag, Weihnachten oder sonst was, oder als Mitbringsel für den bei, dass man eher scheitert und denkt, oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Tja, dann überraschst du die einfach eine kleine Tui und dann so ein schönes Schmuckstückchen rein, sagst, lieben, müssen sie wieder übertragen. Oh, Mensch, über die Fette, die umheilst du, ehrlich. Glaub mir das, versuch es mal. Echt? Das klappt. Ihr Berater hier.